Vor ungefähr einem Jahr ist ja der Koalitionsvertrag unterschrieben worden. In dem Koalitionsvertrag sind auch viele Punkte enthalten, was die Bundesregierung zukünftig für Startups machen möchte, um Startups mehr zu fördern. Ja. Geben Sie uns doch bitte vielleicht einen Status quo, was von diesen Maßnahmen und Ideen bis jetzt umgesetzt worden ist. Ja, ich denke mal, das größte Paket ist eigentlich das Wagniskapitalgesetz, was ja kommen soll in dieser Legislaturperiode. Da haben wir schon lange drüber diskutiert und wir sind natürlich froh und glücklich, dass die Bundesregierung jetzt sich das auch vorgenommen hat, das umzusetzen. Und im Vorfeld dazu gibt es aber auch schon kleinere Anpassungen. Wir haben ja diesen Investitionszuschuss für Business Angels ursprünglich mal, aber eben auch für alle Investoren. Der wird jetzt auch noch steuerfrei gestellt. Also ich habe den Eindruck, es tut sich nach und nach in den Köpfen auch etwas, dass diese Start-up-Kultur eben auch extrem wichtig ist für Deutschland. Kultur ist ein gutes Stichwort. In der ersten Hälfte dieser Veranstaltung war oft die Rede davon, dass es in Deutschland an einer Kultur des Scheiterns fehlt. Was könnte man denn tun, was könnte die Politik tun, um eben genau diese notwendige Kultur des Scheiterns in Deutschland zu implementieren? Also das ist natürlich ein langer Prozess, muss man immer sagen. Die Deutschen sind per se immer sehr sicherheitsbewusst. Insofern ist es sicherlich nicht ganz einfach. Was kann man tun? Ich denke, man muss schon in den Schulen anfangen, mit schon den Kindern auch Chancen und Risiken bewusst zu machen von allem, was man tut. Und wenn man mal ein Risiko eingeht beim Fußball und rennt mal aufs Tor zu, dass man dann auch mal daneben schießen kann oder mal ein Eigentor, ist ja auch kein Drama. Man muss danach weitermachen. Und sowas, denke ich, Beispiel Hinken immer, aber ich denke, auch sowas braucht es halt auch in der unternehmerischen Kultur, dass jeder die Chance bekommt, eine zweite oder auch eine dritte Runde zu machen. Letzte Frage noch mal ganz kurz in Ihren eigenen Worten zusammengefasst. Was würden Sie einem jungen Unternehmer empfehlen, zurufen wollen, der am Überlegen ist, soll ich es wagen, ein Startup zu gründen oder lasse ich es lieber bleiben? Was würden Sie demjenigen sagen? Also ich denke, es ist natürlich immer wichtig, sich mit ein paar Personen auch auszutauschen, die entweder schon mal Erfahrung gemacht haben oder um auch die Risiken gut abzuschätzen, die immer damit verbunden sind, aber dadurch eben auch die Chancen zu erkennen. Und mein Rat wäre immer, also Schritt für Schritt immer voranzugehen, aber immer dran zu denken, Kunden und Umsätze sind natürlich wichtig, auch gerade für ein Start-up, und darauf hinzuarbeiten macht Spaß. Und ich denke, wenn man dann das erste Mal das Gefühl kriegt, es geht vorwärts, hat man dann auch, schwimmt man auch auf der richtigen Welle oder surft dann hoffentlich auf der richtigen Welle. Und wir müssen als Politik natürlich alles dazu beitragen, um dann auch den Rahmen zu schaffen, dass es da erfolgreich weitergehen kann. Herzlichen Dank, Herr Muhlmann. Bitteschön.